Es war ein fulminanter Abschluss der diesjährigen Lichternacht, denn am Samstag konnte auch das beliebte Feuerwerk im herzoglichen Weinberg stattfinden. Denn das war eine ganz schöne Zitterpartie nach den vergangenen trockenen Wochen. Entwarnung gab es dann endlich von Seiten des Ordnungsamtes durch den ergiebigen Regen am Freitag. Da es am Freitag zu kurzfristig gewesen wäre, die Technik dann doch noch in den Weinberg zu bringen, wurde als Ausgleich einfach die Lasershow verlängert und es gab begleitende Pyro-Elemente während der Show. Zwar hätten die Feuerwerker um Marc Schmidt gerne die ganz große Show abgezogen, doch Sicherheit geht vor und so gab es eine abgespeckte Version des Feuerwerkes, damit die Waldkante unterhalb der neuen Burg nicht erreicht wird. Doch das tat bei den Besuchern keinen Abbruch, im Gegenteil, die waren nämlich des Lobes voll. Dafür sorgte auch die Lasershow. Das extra aus der Hauptstadt angereiste Team von Laser Performance sorgte dafür, dass es ein Lichtspektakel gab, welches seinesgleichen suchte. Für dieses Lichtspektakel sorgen 9 Nebelmaschinen und 3 Laser. Und diesen sehenswerten Hochgenuss gab es, weil es sich um die 10. Lichternacht handelte, dann auch am Freitag und am Samstag für die Besucher zu bestaunen. Und wenn Sie die ganze Lichternacht einmal bewundern wollen, BLK-TV zeigt Ihnen am 20. August die volle Lichternacht 2019.